ersten Spiel der Relegation zur A-Klasse im Fußballkreis Karlsruhe trafen am Dienstagabend die Spielvereinigung Durlachaue 2 und der FV Grünwinkel aufeinander. In einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte die in lila-schwarz spielende Spielvereinigung mit 1:0 durch Jens Rössler in Führung gehen. Die erste Halbzeit ist nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Es war kein Druck nach vorne da wirklich vorhanden. Durlachaue war spielerisch ein bisschen besser. Wir sind kämpferisch nicht richtig reingekommen. Ja, dementsprechend ist dann auch dumm das 1:0 gefallen. Ja, ich glaube, es war die erste, zweite Chance für die. Ja, ist unglücklich gelaufen, die erste Halbzeit. Ich habe mal ein paar Erkundigungen eingeholt, wie der Gegner spielt. Aber ich wusste, dass die erste halbe Stunde ziemlich Gas geben. Und habe ich gesagt, Jungs, erst mal abwarten spielen. Wir kriegen unsere Chance, weil wir vorne schnelle Spieler haben. Und es hat sich dann auch gezeigt. In Halbzeit 2 war Grünwinkel somit unter Zugzwang und entwickelte auch deutlich Druck auf das Durlacher Tor. Doch mit seiner Einwechslung in der 68. Minute bewies Aues Trainer Ralf Grimm ein glückliches Händchen. Wir lassen diese Szene ungeschnitten weiterlaufen und der weite Ball kommt zum gerade eingewechselten Max Kabula. Er spielt einen feinen Pass in die Tiefe und nach zwei Querpässen kommt wieder Jens Rössler im Zentrum an den Ball. Er lässt zwei Gegenspieler ins Leere laufen und vollstreckt zum 2:0 für die Spielvereinigung Durlach-Aue. 20 Minuten vor Spielende sah also alles nach einem Sieg für den Zweitplatzierten der Kreisklasse B3 aus. Der FV Grünwinkel ergab sich aber keineswegs in sein Schicksal. Nach der unglücklichen Niederlage am letzten Spieltag gegen den FC Germania Friedrichsthal wollte man nicht auch die nächste Chance zum Aufstieg in die A-Klasse verstreichen lassen. Doch irgendwie wollte es am heutigen Tag mit dem Torschießen nicht so recht klappen. Mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten wurden in der Schlussphase ausgelassen. Als der Schiedsrichter in der 90. Minute noch einmal einen Freistoß direkt an der 16-Meter-Linie gab, weil Durlachaues Torhüter Alexander Čupek beim Abschlag den Strafraum verlassen haben soll, ist allen klar, dass dies wohl die letzte Chance in diesem Spiel sein wird. Doch auch hier fehlt den Spielern von Grünwinkel die nötige Präzision. Und so kann die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Durlachaue einen 2:0-Sieg gegen den FV Grünwinkel feiern. Im zweiten Spiel der Relegation zur A-Klasse treffen nun am kommenden Sonntag der FV Grünwinkel und die SG Stupferich im Oberwaldstadion in Durlachaue aufeinander. Ehe am nächsten Mittwoch die endgültige Entscheidung fällt, welche dieser drei Mannschaften den Aufstieg in die A-Klasse erreicht. Die besten Karten hierfür hält aktuell natürlich die Spielvereinigung Durlachaue in den Händen. Sehr gut, würde ich sagen. Wir haben 2:0 gewonnen. Hätten mit Glück vielleicht noch 3 oder 4:0 gewinnen können. Aber im Ganzen können wir zufrieden sein. Wir haben Punkte, wir haben vorgelegt. Stupferich oder Grünwinkel müssen nachziehen am Sonntag. Und das können wir uns gemütlich bei uns im Oberwaldstadion anschauen. Verdient gewonnen. Hat auch der Gegner anerkannt. Spielerisch stark gewesen, viele Chancen rausgearbeitet, viele Chancen gehabt. 4:0 wäre drin gewesen, na gut, sagen wir 4:1. Der Gegner hat auch 2-3 gute Chancen gehabt. Also ich bin im Gesamten gesehen sehr zufrieden. Am Ende wurde es aber dann doch nochmal ganz schön knapp. Die hatten eine Grünwinkel 1-2-3 ganz hochkarätige Chance, oder? Ja, ich denke, wenn wir 2-0 führen, ja, dann muss man sich etwas auf die Defensive konzentrieren, gerade wenn man noch ein schweres Spiel dann am Mittwoch hat. Und ich denke, ja, dass die dann zu Torschancen kommen, liegt in der Natur der Sache. Aber ich denke, wir haben es ganz gut gemacht, haben 2:0 gespielt. Klar wird es nochmal brenzlig, aber der Alex Čupek hat gut gehoben, wir sind gut gestanden. Von daher denke ich, das 2:0 gerechtfertigt. Wie stehen die Chancen jetzt für die Spielvereinigung? Ich denke, ganz gut. Also wir haben alle Trümpfe in der Hand. Wenn wir gewinnen, sind wir auf jeden Fall durch. Und je nachdem, wie das Spiel am Sonntag ausgeht, können wir sogar verlieren, je nachdem. Also ich denke, wir haben jetzt im Moment die besten Chancen von allen drei Mannschaften. Verständlich. Wenn ich gegen Schöneberger hätte ich mir eingewechselt, aber das war damals nur ein Spaß. Ich habe es aber wirklich gemacht, ich habe mal 10 Minuten mitgespielt und hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Können Sie ja nächste Woche wieder machen, oder? Nee, ich habe jetzt eine gute Mannschaft beieinander und da würde ich nur auffallen, negativ aber. Wie stehen die Chancen jetzt für Durlachaue nächste Woche? Also ich bin überzeugt, dass das Grünwinkel gegen Stupferich am Sonntag nochmal richtig Gas gibt, weil sonst sind die ja weg. Und dann, wenn Grünwinkel gewinnen sollte, dann sieht es für uns sehr gut aus. Dann wird uns ein Unentschieden reichen gegen Stupferich. Aber wir spielen nicht auf Unentschieden, wir spielen nur auf Sieg.
ganz klar. Und deshalb steige wir zu Recht auf. Die zweite Halbzeit war dann auch schon wieder besser. Da waren wir, fand ich, die dominierendere Mannschaft, haben das Spiel auch gemacht, haben unsere Chancen leider nicht genutzt, wie man leider ja gesehen hat. Ja, und dann fällt halt durch den Konter das 2-0. Am Ende, muss man ja auch zweite Halbzeit sagen, war der ja am Drücker, hat da mehrere hochkarätige Chancen. Liegt es an der Konzentration oder sind euch da die Kräfte vor dem Tor ausgegangen? Was war das Problem? Ja, das Problem hatten wir über die ganze Saison eigentlich. Ich meine, wir haben über 100 Tore geschossen über die Saison hinweg. Trotz alledem haben wir auch sehr, sehr viele Chancen liegen lassen. Ne? Und in so Spitzenspielen oder mit gleichwertigen Mannschaften kriegt man nicht so viele Chancen. Da sollte man sie eigentlich auch nutzen. Und heute haben auch leider Gottes zwei unserer Besten gefehlt. Das war der Johann Eberhardt und der Teddy Owen. Beide, also einer verletzt und einer jobbedingt. Dadurch hatten wir auch eine, sage ich mal, die richtige Qualität nach vorne, um halt auch mal die wenigen Chancen zu nutzen. Also, und ich glaube, es lag ein Großteil an Unkonzentriertheit. Ja. Steckt man jetzt schon den Kopf in den Sand oder hofft man, dass man am Sonntag noch mal so richtig einen raushauen kann gegen Stupferich und dann vielleicht eben, ist ja trotzdem alles noch möglich für euch? Ja, hast du recht, nur es ist wirklich schwierig. Also man muss die Leute jetzt wieder motivieren. Sie sind jetzt down, sie haben zwei Spitzenspiele hintereinander verloren. Das war gegen Friedrichsthal relativ unglücklich. Dann heute wieder. Jetzt muss ich erst mal gucken, die Jungs wieder motivieren und dann muss schauen. Ich muss Stupferich schlagen, Stupferich muss Durlach ausschlagen. Es ist unwahrscheinlich, aber wir geben unser Bestes.